Willkommen! In diesem Video analysieren wir die geradlinige gleichmäßig beschleunigte Bewegung in Diagrammen. Beschleunigung ist ein Alltagsphänomen. Ein fallender Apfel, ein anfahrendes Auto und sogar ein bremsendes Auto sind alles Beispiele für Beschleunigung. Die Geschwindigkeit ändert sich. Im Folgenden werden wir zunächst die Definitionen von Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung wiederholen. Darauf aufbauend werden wir eine konstante Beschleunigung ins Zeitbeschleunigungsdiagramm einzeichnen und daraus das Zeitgeschwindigkeitsdiagramm bestimmen. Hieraus werden wir dann im letzten Schritt das Zeitwegdiagramm herleiten. Schließlich erklären wir, warum Bremsen eine Art der Beschleunigung ist. So, dann fangen wir mal an. Betrachten wir einen Körper, der sich linear, das heißt geradlinig, bewegt. Zum Beispiel ein fallender Apfel oder ein gerader... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com